Sydney, herzlich willkommen beim SVW. Die erste Einheit ist geschafft. Wie sind deine Eindrücke? Wie war's? Also ich bin sehr glücklich, dass ich wieder auf dem Platz stand, jetzt nach der langen Winterpause. Relativ lange Winterpause. Das haben wir nicht so oft, dass wir nicht auf dem Platz stehen. Und ja, hat Spaß gemacht. Die Mannschaft war sehr nett zu mir, hat mich schnell integriert und ja. Stichwort Integration. Wie sehr hilft es, dass du da auch schon den einen oder anderen Spieler von den deutschen U-Nationalmannschaften kennst? Das hilft sehr, weil ich kenne die sehr gut schon. Das heißt, ich kann mit denen ganz normal umgehen, wie mit alten Mannschaftskollegen von Hertha oder so, sonst was. Also das hilft super. Die zweite Liga ist ja für dich auch nochmal ein bisschen Neuland. Worauf freust du dich da vielleicht am meisten und wie schätzt du sie ein? Ja, ich freue mich auf Spiele mit größeren Stadien. Und ich freue mich, in den Spielen beweisen zu können. Ich hoffe, ich bekomme so viele Minuten wie möglich und kann dem Team so gut helfen, wie ich kann. Und dass wir im Endeffekt im Abschiedskampf gut performen. Ja. Du sprichst schon viel von den Zielen an, die so mannschaftlich eine Rolle spielen. Was hast du dir persönlich für deine Zeit hier vorgenommen, als jemand, der lange, lange Zeit jetzt bei einem Verein war, nämlich Hertha BSC Berlin und jetzt quasi, ja, sagen wir mal, den nächsten Schritt macht oder zumindest einen neuen Schritt? Ja, genau das Gleiche. Also ich will der Mannschaft so gut wie es geht helfen, den Abstiegskampf zu bestehen, dass wir einen Klassenerhalt schaffen und dabei will ich natürlich so viel wie möglich teilhaben. Also mit Toren, Assists, sonst was, aber auch mit Zweikämpfen. Jeder einzelne Zweikampf wird zählen und versuche mich da gut reinzuwerfen. Nicht jeder beschreibt sich mal gerne selber. Die Kollegen von Sat.1 haben es gerade mit dir auch schon mal gemacht. Deswegen versuchen wir es auch nochmal. Als was für ein Spielertyp würdest du dich beschreiben? Worauf können sich die Fans bei dir freuen? Ich bin ein Mittelfeldspieler. Also ich kann, also am liebsten spiele ich auf 8, kann aber auch auf 6 oder auf 10 spielen. Das heißt, ich kann so ziemlich jede Position im Mittelfeld bekleiden. Versuche immer offensiv mit dabei zu sein, das heißt mit Toren oder Assists, dem Team zu helfen. Ich gehe immer oft in die Box und ja, bin ein Box-to-Box-Spieler, wie man heutzutage sagt. Mein Vorbild ist Paul Pogba, der auch ähnlich so, auch technisch versiert ist. Und, ja. Alles klar, herzlichen Dank. Kein Problem. Trainer, wie wichtig war es, nach dem aufregenden Jahr 2019 jetzt mal einige Wochen richtig durchschnaufen zu können? Ja, ich glaube, das tut immer gut, vor allem haben wir natürlich schon ein sehr, sehr emotionales Jahr gehabt mit vielen Höhen, aber auch dem einen oder anderen Tief und da ist natürlich schon mal gut, wenn man dann nach einer kurzen Sommerpause, die wir aufgrund des Aufstieges und aufgrund der Relegationsspiele hatten, dann natürlich 2 Wochen im Winterurlaub an Weihnachten mit Familie und allem verbringen kann, dann ist es schon mal sehr angenehm. Nicht ganz so angenehm war heute der Trainingsauftakt, zumindest was die klimatischen Bedingungen im letzten Drittel anging. Wie haben sich die Jungs aus deiner Sicht präsentiert? Ja, zunächst war es richtig schön mit Sonne und allem drum und dran. Und nachher hat es sich natürlich dann schon ein bisschen Richtung unserem Winter, unserem Halbbergwinter entwickelt. Das hat man schon gemerkt. Aber die Jungs haben Vollgas gegeben. Es hat sehr, sehr gut ausgesehen für den ersten Trainingstag. Ich bin sehr, sehr zufrieden jetzt heute. Habe auch mit Sydney, der jetzt heute zum ersten Mal da war, hat sich sofort gut präsentiert. Und genauso wollen wir es haben. Ja, die Jungs sind, auch die verletzten Spieler sind wieder zurück. Mit Philipp Tietz, der wieder voll da ist. Moritz Kuhn war auf dem Platz, hat noch nicht ganz mit der Mannschaft trainiert. Aber viele gute Dinge, viele positive Dinge. Ja, der Kader wird voll und von daher wird es natürlich auch wieder ein Hauen und Stechen geben um die Plätze und genau so wollen wir es haben. Stichwort voll und Hauen und Stechen um die Plätze. Planst du derzeit mit allen Spielern fürs Trainingslager nächste Woche? Ja, planen wir auf jeden Fall, klar. Und wir hoffen natürlich auch, dass so viel wie möglich da sind. Wenn es aber die Reha-Maßnahmen noch nicht hergeben oder wenn die Reha-Maßnahmen wichtiger wären noch als die Arbeit, die wir dann in Spanien verrichten können, dann werden wir natürlich auch den einen oder anderen Spieler da lassen. Das ist klar. Es gibt noch das ein oder andere Gespräch, was wir noch führen. Aber im Großen und Ganzen, die im Moment auch heute auf dem Trainingsplatz waren, sind geplant auch fürs Trainingslager. Stichwort geplant. Was ist noch oder ist noch was geplant hinsichtlich Neuzugängen und Abgängen oder ist das derzeit kein Thema? Nein, also was Neuzugänge angeht, sind wir jetzt erstmal mit dem Sydney ganz gut gefahren. Natürlich werden wir die Augen offen halten, weil es kann natürlich auch passieren, dass der eine oder andere vielleicht auch sagt, er hat sich mehr Einsatzzeiten erhofft oder er wünscht sich mehr. Wir waren natürlich auch mit dem einen oder anderen nicht so zufrieden, wie wir es uns vorgestellt haben. Hoffen, dass wir da vielleicht auch den einen oder anderen noch wieder richtig oder noch besser in die Spur bekommen. Da gibt es immer Gespräche und da werden wir auch immer gesprächsbereit sein, falls jemand von seiner Seite auf uns zukommt oder wir dann eben auch das Empfinden haben, es macht vielleicht mehr
mehr Sinn, jemanden auszuleihen oder jemanden abzugeben, um einfach auch mehr Spielpraxis persönlich jemanden zu geben. Der Kader ist groß im Moment, vielleicht auch sogar ein Tick zu groß, und da werden wir schon schauen, was wir noch machen sollen. Ja, ich meine, da werden wir immer wieder gucken, dass wir auch den Spielern dementsprechend entgegenkommen. Ja, wenn wir das Gefühl haben, es macht vielleicht Sinn, irgendwo anders besser Spielpraxis zu kriegen oder zu bekommen, dann werden wir da sicherlich auch Gespräche führen. Samstag steigt der erste Test gegen Fortuna Köln. Wie wirst du dieses Spiel grundsätzlich angehen im Sinne von, weil du ja insgesamt nur 3 Testspiele hast in der Wintervorbereitung, wird da trotzdem nochmal jeder, wenn es irgendwie geht, eine Halbzeit zum Einsatz kommen, ist ja selbst bei 31 Mann, die wir heute auf dem Platz gezählt haben, auch gar nicht möglich. Ja, es wird nicht so sein, dass jeder seine Einsatzzeit bekommt, aber wir werden natürlich trotzdem immer unsere 20 Mann, gerade jetzt auch gegen Fortuna Köln, werden wir 20 Feldspieler mit Sicherheit zum Einsatz bringen, werden Halbzeit spielen, dann müssen ein paar vielleicht eher im läuferischen Bereich nochmal arbeiten, die werden dann in den nächsten Spielen dann ihre Chance bekommen. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeiner gar keine Chance mehr bekommt, ja, sondern jeder wird seine Chance haben, die jetzt gerade im Moment da sind, müssen es halt ein bisschen verteilen. Und das, was nicht auf dem Spielfeld stattfindet, muss eben dann im läuferischen Bereich aufgearbeitet werden, sodass wir da ungefähr immer die gleiche Belastung haben. Aber die Chancen hat jeder auch jeden Tag im Training, ja, wenn man sehr viele Trainingsspiele, und da kann sich natürlich auch jeder beweisen. Im letzten Sommer haben wir den Aufstieg gefeiert. Im kommenden Sommer soll natürlich der Klassenerhalt über allem stehen. Worauf wird es aus deiner Sicht jetzt gerade auch hier in der Anfangsphase ankommen, um im Rahmen der, sagen wir mal, englischen Rückrundenstart mit Aue und Hannover innerhalb von wenigen Tagen, um da, sagen wir mal, auf den Punkt topfit zu sein? Ja, wir müssen natürlich sehr, sehr konzentrieren, sehr, sehr fokussiert, genauso wie wir die letzten Wochen im letzten Jahr angegangen sind. Genauso müssen wir es dieses Jahr auch angehen. Ja, wir dürfen uns nicht von irgendwas blenden lassen, dass vielleicht was gut gelaufen ist. Wir stehen immer noch auf dem Abstiegsplatz. Ja, wir haben noch einen brutal weiten und harten Weg vor uns, und der muss uns bewusst sein. Jetzt versuchen wir uns die Grundbasis zu erarbeiten in der ersten Woche, dann in der zweiten Woche die taktischen Geschichten mit vielen Spielen und Spielformen. Ja, und dann geht es auch schon los. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, die Frische dann in der ersten Woche auch gleich zu haben. Da haben wir ja 2 Spiele dann auch vor der Brust. Da werden wir auch wieder alle Spieler brauchen, ja, oder mehrere Spieler brauchen, nicht nur 11. Und da kommt es darauf an, dass wir eben diesen Team-Spirit entwickeln, dass wir diese Leidenschaft weiter an den Tag legen, dass wir diesen Willen, den wir in den letzten Wochen gezeigt haben, in jeden Zweikampf uns reinzuhauen, ja, unser eigenes Tor zu verteidigen, wie wenn es im Endeffekt unsere Familie wäre, ja, die wir verteidigen. Und genauso muss es sein, damit defensive Stabilität dasteht und da ist. Und offensiv haben wir unsere Situation, und die wollen wir natürlich auch noch ein bisschen verfeinern. Dankeschön. Bitteschön.